Dieser Anblick dieser friedvollen Stadt füllt dich mit Entschlossenheit. Und damit speichere ich, um den letzten Part, den ich jetzt gerade gespeichert habe, zu sichern. Ihr wisst, was ich meine. Und damit willkommen zurück bei einem neuen Part von Undertale. Jetzt geht es direkt in diesen kalten Nebel. Mensch, erlaube dich mir, etwas über komplexe Gefühle zu erzählen. Gefühle wie die Freude, einen anderen Pasta-Liebhaber zu finden. Die Bewunderung für einen anderen Puzzle, für die Puzzle-Lösungsskills eines anderen. Das Verlangen, eine coole, kluge Person zu haben, die denkt, dass du cool bist. Diese Gefühle. Sie müssen das sein, was du gerade fühlst. Ich kann es mir kaum vorstellen, wie es sein muss, so zu fühlen. Nach allem, ich bin großartig. Ich habe mich nie gewundert, wie es ist, viele Freunde zu haben. Ich bedauere dich, einsamer Mensch. Sorge dich nicht. Du wirst nicht länger einsam sein. Ich, der große Papyrus, werde dich... Nein. Nein. Das ist alles falsch. Wir können keine Freunde sein. Du bist ein Mensch. Ich muss dich fangen. Dann kann ich meinen lebenslangen Traum endlich erfüllen. Machtvoll, berühmt und Prestige zu sein. Das ist Papyrus. Neuestes Mitglied der Royalen Garde. Papyrus blockiert den Weg. Check. Papyrus, er mag es nehehe zu sagen. Nehehe. Flirt. Was? Flirten? Also, wirst du endlich deine wahren Gefühle hervorbringen? Nun, ich bin ein Skelett mit sehr hohen Standards. Ich kann Spaghetti machen oder ich habe Zero Redeeming Qualities. Ich kann Spaghetti machen. Oh nein, du erfüllst alle meine Standards. Ich denke, das bedeutet, dass wir auf ein Date gehen müssen. Nun, das Date, lass uns das später machen, nachdem ich dich gefangen habe. Oh nein! Lass uns das Date später machen, nachdem ich dich gefangen habe. Papyrus denkt darüber nach, was er zum Date kochen soll. Du flirtest. Aber es scheint so, als würde das den Kampf nicht beenden. Lass uns das Date später begehen. Ja, okay. Bone Cologne? Es schwirrt etwas hinter seine Ohren, okay. Du flirtest, ja, warte mal, muss ich den jetzt sperren? Weil irgendwie geht's gerade nicht in die nächste Phase über. Dann versuchen wir es mal mit Spear. So, du willst also nicht kämpfen? Dann lass mich dir zeigen, wie ich das mit meinen blauen Angriffen handle. Jetzt bist du blau. Das ist mein Angriff. Jetzt bist du blau. Flirt. Papyrus ist zu beschäftigt mit Kämpfen, um zurückzuflirten. Okay, jetzt kommt der richtige Kampf. Theoretisch, wir müssen einfach nur überleben. Ich weiß nicht. Was? Ich denke überhaupt nicht über das Date nach. Natürlich ein recht einfacher Kampf. Knochen kommen mit verschiedener Geschwindigkeit und verschiedenen Höhen und zusammen drüber springen. Ba, 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 ba. Papyrus schmiert sich MTT von der MTT Marke süßen Saft hinter die Ohren. Ja, bring mich nicht dazu, meine Spezialattacke einzusetzen. Oh, jetzt kommt's von hinten. Oh nein. Oh, das klang zweideutig. Besonders wenn man bedenkt, dass ich mit einem Skelett auf ein Date gehe. Attraktiven Schleim schmiert er sich jetzt in die Ohren. Okay. Ich kann schon fast den Ruhm der Zukunft, meinen zukünftigen Ruhm schmecken.
Immer noch so beschäftigt, natürlich. Papyrus, Kopf der Royalen Garde. Papyrus. Unparallele Spaghetti-Tore, was? Ich habe den Wortwitz gerade nicht verstanden. Wahrscheinlich kann man das auch im Deutschen gar nicht übersetzen. Sowas kommt vor. Oh, das war zu niedrig. Andein wird sehr stolz auf mich sein. Der König wird eine Hecke in mein Gesicht, in Form eines Lächelns schneiden. Oh, scheiße. Mein Bruder wird... Naja, wird sich nicht viel ändern. Verdammt. Jetzt springe ich in alle Attacke rein. Ich werde sehr viel Bewunderer haben, aber... Will anyone like me as... wird mich jemand genauso mögen wie du? Papyrus, alle werden dich lieben. Ich mag den Soundtrack, wie man vielleicht merkt. Jemand wie du ist wirklich selten. Ich bin aber gerade zu blöd, oder? Und jemand zu daten, das könnte ziemlich schwer werden. Ich bin aber gerade richtig schlecht. So, wir brauchen jetzt irgendein Highlight-Item. Monster Candy. Nachdem ich dich gefangen habe und weggesendet habe. Ah, das wird schwer werden, nachdem ich dich weggesendet habe. Den Butterscotch hätte ich eigentlich wegpacken können. Wir essen doch nichts. Ah. Fink, kümmert's, gib auf! Was ist denn gerade los mit mir? Wisst ihr, der Kampf hat so gut angefangen. Und jetzt springe ich einfach in alles rein. Gib auf, oder du wirst meine Spezialattacke bemerken, zu spüren bekommen, so rum. Er bereitet eine Knochenattacke vor. Warte, ich esse aber trotzdem mal die Nice Cream. Eine Illustration, eine Umarmung. Kommt dir vor, deine Hilfentonen geheilt. Ja, sehr bald kommt meine Spezialattacke! Nicht mehr sehr lange und dann kommt meine Spezialattacke. Das ist deine letzte Chance vor meiner Spezialattacke. Haltet ein, meine Spezialattacke. Was zum... Das war meine Spezialattacke. Hey, du blöder Hörter. Hörst du mich? Hör auf, meinen Knochen rumzukauen. Hey, was machst du? Komm zurück. Das war meine Spezialattacke. Na gut. Dann greife ich dich eben mit einer coolen, regulären Attacke an. Papyrus macht sich bereit für einen regulären Angriff. Also, hier ist eine absolut normale Attacke. Ah, man, ich bin mit Glasknochen in den Sprung. Der Hund wird auch nochmal vorbei. Cool, dude. Oh, das war blöd. Ich hab grad einfach losgelassen.
Wie geht auch mein Herz nicht mehr nach unten? Nun, pff, es ist eindeutig, ich kann dich. Du kannst mich nicht besiegen. Ja, ich sehe schon, wie du in deinen Stiefeln schlotterst. Also werde ich der Großpapyrus Gnade walten lassen. Ja, ich werde dich verschonen, Mensch. Nun ist deine Chance, meine Gnade zu akzeptieren. Ich habe mich gerade richtig schlecht angestellt. Das wird bei anderen wieder ein Spaß. Njohoho! Ich kann es nicht glauben, dass jemand wie ich dich nicht stoppen konnte. Andein wird sehr enttäuscht von mir sein. Ich werde niemals der realen Garde beitreten und meine Freundesanzahl wird stagnierend gleich bleiben. Was wirst du sagen? Lass uns Freunde sein, oder was für ein Versager. Lass uns Freunde sein. Wirklich? Du willst mit mir befreundet sein? Mit mir? Nun, dann. Ich denke, ich kann für dich eine Erlaubnis ausstellen. Wowie. Wir hatten noch nicht mal unser erstes Date. Und ich habe es bereits in die Friendzone geschafft. Ich hätte gedacht, das ist alles, was man braucht, um Freunde zu machen. Es war, dass man Leuten ein schlechtes Rätsel vorsetzt und gegen sie kämpft. Du hast mir eine Menge beigebracht, Mensch. Hiermit gewähre ich dir, dass du mich passieren darfst. Und ich gebe dir sogar die direkte Richtung in die Oberfläche. Geh einfach weiter geradeaus bis zum Ende der Höhlen. Dann, wenn du die Hauptstadt erreichst, geh durch die Barriere. Das ist dieses magische Ding, das uns hier unten einfach alle gefangen hält. Allerdings kann nicht jeder durchgehen. Weil kann nicht jeder reinkommen. Es ist nichts als ein Ausgang. Nee, Quatsch. Alles kann reinkommen, aber nichts kann rausgehen, so rum. Außer etwas mit einer machtvollen Seele. Wie du! Das ist der Grund, warum der König die Menschen hier hält. Er möchte die Barriere mit der Seele, mit den Seelen öffnen. Und damit wir Monster an die Oberfläche zurück können. Oh, ich habe fast vergessen, dir zu erzählen. Um den Ausgang zu erreichen, musst du durch das Königsschloss. Der König aller Monster. Er ist... Nun... Er ist ein großer, plüschiger... Pushover. Jeder liebt diesen Kerl. Ich glaube, ich kann sagen... wenn du sagst, entschuldigen Sie, Mr. Dremo, kann ich bitte nach Hause gehen, dass er dir den Weg durch die Barriere selbst zeigt. Wie auch immer, das ist genug Gerede. Ich gehe nach Hause und sei ein cooler Freund. Komm vorbei, weil wir unser Date haben können. Er fliegt erstmal an uns vorbei. Und ich sage, das Date machen wir jetzt einfach noch in diesem Part. Because, why not? Sonst kommen wir natürlich nicht in diesen Schuppen rein, aber den habe ich euch schon mal das letzte Mal gezeigt. Bitte geh nicht durch diese mysteriösen Schuppen. Du bist also zurückgekommen, um das Date mit mir zu haben. Du musst es wirklich sehr ernst meinen. Ich muss dich irgendwo hinbringen, wo es sehr besonders ist. Ein Ort, an dem ich viel Zeit verbringe. Mein Haus! Willkommen in meinem szenaristischen Haus. Mach's dir hier bequem. Na komm. Ich kann es in meinen Beinen spüren. Das muss heißen, dass ich ein großartiger Gastgeber bin. So, wir können alles ansprechen. Mein Bruder geht immer raus zum Essen, aber neulich hat er angefangen, etwas zu backen. Es war wie ein Kushi. Was ist ein Kushi? Weiß ich gerade nicht. Aber nur mit Zucker gefüllt, keine Eisubstanz. Wie absurd. Beeindruckt? Ich habe die Höhe des Waschbeckens erhöht, damit ich all meine Knochen drunter stecken kann. Schau doch nach. Was? Fang diesen... Köter. Flüche! Sans! Hör auf, jedes Mal mein Leben mit dieser Musik zu plakatieren. Ich wollte ihn nicht ansprechen, aber es hat gezählt, warum auch immer. Aha, du bist in meinem Lebensmittelmuseum interessiert?
Bitte! Schau dir doch diese kulinarische Kunst an! Die Hälfte des Kühlschranks ist mit Containern gefüllt, auf denen Spaghetti steht. Die andere Hälfte enthält nichts außer einer leeren Tüte Chips. Das ist der Mülleimer. Völlig frei, ihn jederzeit zu besuchen. Das ist der Hausstall meines Bruders. Er vergisst immer, ihn zu füttern. Wie immer muss ich dann die Verantwortung übernehmen. Der Stein ist mit, Glitzer bestreut. Es ist eine dreckige Socke mit einer Serie von Notizen. Sans! Bitte räum die Socke weg! Okay. Du sollst sie nicht wieder herunterlegen. Beweg sie! Okay. Du hast sie nur 2 Inches bewegt. Beweg sie in dein Zimmer. Okay. Und bring sie nicht wieder zurück. Okay. Sie ist ja immer noch hier. Hast du nicht gerade gesagt, ich sollte sie nicht zurückbringen? Ah, vergiss es. Oh, das ist meine Lieblingsspiele-Show. Sagt, stay tuned for the new program NTT. Was? Das ist manchmal eigentlich besser als das. Das ist nur eine schlechte Episode. Verurteile mich nicht. Du fasst die Couch an und sie macht ein wackeliges Geräusch. Du findest eine Sammlung von losen Münzen. Du hast 20 G gefunden. Es ist ein Witzebuch. Möchtest du reinschauen? Ja. Im Witzebuch ist ein Buch über Quantenphysik. Möchtest du hineinschauen? In diesem Quantenphysikbuch ist ein anderes Witzebuch. Du schaust hinein. In dem Quantenphysikbuch, du entscheidest dich aufzuhören. Ein klassisches Gemälde. Wie immer erinnert es mich an einen wichtigen Teil meines Lebens. Die Tür ist verschlossen. Das ist mein Zimmer. Wenn du fertig bist, dich hier umzuschauen, könnten wir reingehen und Dinge tun, die Leute so tun, wenn sie auf ein Date sind. Reingehen? Ja, wir haben ein Date. Also... Hey! Das sind all meine Angriffe, die ich gegen dich verwendet habe. Großartige Erinnerung. Hä? Kommst du jetzt vor, als wäre es gestern gewesen. Obwohl es eigentlich so gesehen gerade erst passiert ist. Das Internet. Ich bin dort sehr berühmt. Ich habe... I'm just a dozen. Ich döse nur weg. Was? Achso, ich döse nur weg von einer 2-stelligen Follower-Nummer. Natürlich hat Ruhm auch seinen Preis. Ein eifersüchtiger Troll hat sich gegen mein Online-Persönlichkeit verschworen. Er schickt immer schlechte Wortwitze in einer merkwürdigen Schriftart. Da ist kein Skelett in meinem Schrank. Außer ich manchmal. Möchtest du ihn einschauen? Kleider sind säuberlich hineingegangen. Das Buch ist mein Lieblingsbuch. Fortgeschrittene Puzzlekonstruktion für kritische Gemüter. Das nächste Buch ist ebenfalls mein Favorit. Peekaboo mit einem flauschigen Häschen. Das Ende erwischt mich immer wieder. Ist das nicht ist die Flagge Nito? Weiß ich gerade nicht. Anden hat sie an der Küste gefunden. Ich denke, sie ist aus der Menschenwelt. Nun, ich weiß, was du denkst. Warum sollte eine Menschenflagge so einen coolen Skelettkopf auf sich drauf haben? Nun, ich habe eine Theorie. Ich denke, Menschen müssen Verwandte von Skeletten sein. Ah ja, Actionfiguren. Eine großartige Referenz für theoretische Kampfszenarien. Wie viele ich hab? Nun, lass es so sagen. Wo ich sie hab, sind von einem dicken, lächelnden Mann, der es liebt, über Leute zu überraschen. Ja, das ist richtig. Santa! Das ist mein Bett. Wenn ich mal in die Oberfläche komme, dann würde ich gerne den Highway runterfahren. Und den Wind in meinen Haaren spüren. Und die Sonne auf meiner Haut. Naja, das ist alles nur ein Traum. Also cruise ich einfach nur herum, während ich darin schnarche. Oder dein Döse. Also, wenn du alles gesehen hast, dann können wir mit dem Date beginnen? Das Date beginnen? Ja. Okay, Dating start. Dating start. Hier sind wir, auf unserem Date.
Ich habe sowas, um ehrlich zu sein, noch nie zuvor getan. Aber keine Sorge. Du kannst unvorbereitet nicht ohne ein paar Buchstaben von meinem Namen buchstabieren. Ich habe das offizielle Dating-Regelbuch aus der Bibliothek ausgeliehen. Wir werden eine großartige Zeit haben. Also mal schauen. Schritt 1. Drücke die C-Taste auf deiner Tastatur für das Dating-Hut. Samstag. Real in it. Population. Egg Crime. Wow, ich fühle mich so informiert. Ich denke, wir sind bereit für Schritt 2. Schritt 2. Frag sie nach einem Date. Mensch, ich, der große Papyrus, werde auf ein Date mit dir gehen. Oh, ich hab grad ja gedrückt. Wirklich? Wow! Ich denke, das heißt, dass wir... es ist Zeit für Schritt 3. Schritt 3. Ein paar nette Kleidung anziehen, um zu zeigen, dass du sie magst. Warte eine Sekunde. Kleidung tragen. Dieses Bandana um deinen Kopf. Du trägst genau jetzt Kleidung. Nicht nur das. Du hast sie schon vorher getragen. Oh nein, könnte das bedeuten? Du wolltest schon von Anfang an mit mir ein Date? Ja. Nein. Du planst das alles schon seit Ewigkeiten. Du bist besser im Daten als ich. Nein, deine Datingkraft. Nee. Denk nicht, dass du jetzt schon der Beste bist. Ich, der großartige Papyrus, wurde noch nie im Daten geschlagen und ich werde es auch nicht. Ich kann einfach damit halten. Du siehst, ich kann auch Kleidung tragen. Naja, Fakt ist, ich trage eigentlich immer meine spezielle Kleidung unter meiner regulären Kleidung. Nur im Fall, dass mich jemand nach einem Date fragt. Pass auf! Nee? Was denkst du über meinen Geheimstyle? Ich liebe ihn. Nein! Ein Kompliment! Wie auch immer. Du hast die geheime Kraft dieses Outfits noch nicht entdeckt. Deshalb... Was du gesagt hast, ist ungültig. Dieses Date wird nicht weiter eskalieren. Außer du findest mein Geheimnis. Aber das wird niemals passieren. Ja, jetzt können wir ja Sachen sagen. Menschliche Seelen sind stärker als Monsterseelen. Aber die Sohlen der Schuhe auf der anderen Hand sind ungefähr dasselbe. Da ist kein Geheimnis an meinem Bein. Nur harte Arbeit. Das... Achso, ja, nee. Ich hab die Beine gar nicht angeklickt. Meine Hand halten. Nur damit ich die Antwort sage. Nein, ich muss widerstehen. Ich sehe, ich sehe. Du magst es, den Bizeps mit dem fliegenden Herz zu fühlen. Aber wer mag das nicht? Ich sehe, ich sehe. Ach so. Dieses Shirt sagte anfangs nicht wirklich cool, aber ich habe es verbessert. Expertentipp. Jedes Kleidungsstück kann auf diese Art und Weise verbessert werden. Meine Mütze? Meine Mütze. Meine Mütze! Nun, du hast es gefunden. Ich denke, ich habe keine andere Wahl. Dieses Geschenk. Es ist ein Geschenk nur für dich. Es öffnen. Spaghetti. Weißt du, was es ist? Spaghetti. Das ist, was du denkst, richtig? Richtig. Aber oho, so falsch. Das sind nicht nur einfach irgendwelche Spaghetti. Es ist artisanische Arbeit. Es sind seidene Spaghetti. Wie heißen die? Ich habe einen Namen. Fein gealtert im Eichen. Was? Und dann von mir, dem Meisterkoch Papyrus zubereitet. Mensch. Es ist Zeit, dies zu beenden. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Sie essen. Du nimmst einen kleinen Bissen. Dein Gesicht zieht sich reflexartig nach oben. Der Geschmack ist unbeschreiblich. Was für ein Ausdruck. Du musst wirklich meine Kochkunst lieben. Und das bedeutet erweitert gesehen mich. Vielleicht. Vielleicht sogar mehr als ich. Oh Gott. Ah. Nein!
Die Dating-Power ist gesprengt. Mensch, es ist jetzt eindeutig. Du bist verdammt in mich verliebt. Alles, was du tust, alles, was du sagst, alles nur für mich. Mensch, ich will, dass du so glücklich bist. Es ist Zeit für mich, meine Gefühle auszudrücken. Es ist Zeit, dir zu sagen, ich, Papyrus, ich, Junge, ist das heißt hier, oder bin das nur ich? Oh, Mensch, ich, es tut mir leid. Ich denke, ich mag dich nicht auf dieselbe Art und Weise, wie du mich magst. Romantisch meine ich. Ich meine, ich hab's ziemlich hart versucht, aber... Naja, ich dachte, als du mit mir geflirtet hast... Und... Dass ich aufs Date mit dir gehen musste... Dann auf dem Date Gefühle für dich entwickeln würde... Dass ich zu dir passen würde. Aber ich, der große Papyrus, habe versagt. Ich fühle genauso wie zuvor. Und stattdessen date ich dich. Ich habe mich nur tiefer in die Gefühle reingezogen. In diese Liebesgefühle für mich. Im dunklen Gefängnis. Der Leidenschaft. Ohne Ausweg. Wie konnte ich so etwas nur meinem besten Freund antun? Nein, warte. Das ist falsch. Ich kann jetzt nicht so einfach versagen. Mensch, ich werde dir aus dieser misslichen Lage heraushelfen. Ich werde dein cooler Freund sein. Und so tun, als hätte das alles nie stattgefunden. Nach allem, du bist ziemlich großartig. Es wäre doch tragisch, wenn ich diese Freundschaft verlieren würde. Also bitte, weine nicht. Ich werde dich nicht küssen, weil ich nicht mal Lippen habe. Und hey, eines Tages wirst du jemanden finden, der genauso großartig ist wie ich. Nun ja, das ist nicht ganz wahr. Aber ich werde dir helfen, den Zweitbesten zu finden. So romantisch. Oh, und wenn du mich mal wieder erreichen willst, hier ist meine Telefonnummer. Du kannst sie jederzeit anrufen. Platonisch gesehen. Nun, ich muss los. So. Das war's dann auch von diesem Part von Undertale. Und ich habe jetzt gerade ziemlich Hunger, muss ich sagen. Deswegen werde ich jetzt erstmal essen gehen. Was euch wahrscheinlich gar nicht interessiert und was wahrscheinlich schon eh alles für links vorbei ist, wenn ihr diesen Part seht. Aber das ist vollkommen egal. Ich muss nur irgendwie die Zeit überbrücken, bis ich zum Speicherpunkt gekommen bin. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Part. Euer TK.